Gut, ich hoffe, dass ich hier die Mission noch fertig machen kann, bevor ich dann hier komplett überflutet werde mit Items immer wieder. Dann kann ich euch den ganzen Kram in der Stadt mal verkaufen. Ich werde die eh nicht benutzen können. Das geht ja nicht. Na komm, Vieh. Geh weg. Ach, da kommen schon wieder welche von den Vogeldingern. Aber ich sehe gerade, da oben ist ja schon direkt das nächste. Ah ne, ich muss doch hierher laufen. Bam. Aber sie kommen echt von allen Seiten. Sie sind überall, in jedem von diesen Dingern scheinen diese Teile hier drin zu sein. Und ich finde das gut, dass die Bewohner, die da loswerden wollten, oder auf ihrer Tour, und da schon die Sprengsätze angebracht haben. Vollkommen richtige Entscheidung gewesen. Ja, wenn der Kram sich hier vermehren würde, die wären auf jeder Map überall, das wäre der Horror. Oh, hier komme ich doch gar nicht dahin, wieso nicht? Ich muss da doch unten nach rechts abbiegen. Ach, dann machen wir es auf dem Rückweg. Machen wir jetzt das hier kaputt. Stehen wir eh schon fast davor. Na kommt. Ich darf mich hier auch nicht überschätzen, dass es dann doch zu viel wird. Ich habe gerade zwei von den Dingern ausgelöst. Und hat auch schon ordentlichen Schaden bekommen. Aha. Was ist das hier? Warum leuchtet das? Ob man da später noch reingehen muss, ob man dafür irgendwas tun muss. Dann schauen wir mal ein bisschen genauer hier. Ob das direkt in der Nähe ist. Mysteriös. Oder ob das wirklich hier einfach nur Verzierung ist, halte ich aber für ein bisschen unrealistisch. Das wird wohl irgendeinen Sinn haben. Wir müssen gleich schon das Level noch verteilen. Oh, hier sind noch viele, viele Gegner. Sprengen wir das Ding hier schnell. Ein bisschen Gold. Hier ist wieder so ein Monsterteil. Lösen wir mal aus, gucken, was dabei rumkommt. Ah, das ist natürlich uncool, dass wir noch nebenbei die Dinger hier ausgelöst haben. Aber wir haben die Dune-Mütter doch schnell down gekriegt. Oh, na komm. Oder auch nicht. Die eine hier, die hält sich wacker. Aber einiges an Gold wieder. Ach, Jungs. Noch mehr. Giant Mana. Und ein bisschen Gold. Und eine Truhe. Es war so klar. Es war absolut klar. Es musste eine Mimik sein. Aber immerhin droppen die Mimics immer gut. Ist hier schon wieder ein Rattennest? Warum sind hier so viele Ratten? Auf die 10 Gold laufe ich das nicht runter. Ich muss eher gleich nochmal zurücklaufen. Endlich mal hier eine normale Truhe. Ich muss gleich noch meine Stats verteilen, wenn ich mal dazu komme.
So. Stats verteilen. Das hier nehmen wir natürlich. Und hier. Ja, ganz normal, wie wir es gewohnt sind. Ein bisschen Vitalität und ein wenig Stärke. Hier können wir schon mal aussortieren. Ja, da gefällt mir das momentane besser, obwohl da Vitalität drin war. Na, kommt schon. Eigentlich ist die Map ja sauklein, aber diese Dinger hier machen die echt lang und groß. Da kommen schon wieder welche. Ein toter Abenteurer aber noch. Und zwei Heal Potions gefunden. Und da oben haben wir direkt das nächste aktiviert. On the top. Okay, da ist nichts mehr. Der Weg hier ist falsch. Müssen wir gleich nach links abbiegen. Weil das ist der Weg, den wir normalerweise von unten hätten gehen können. Wie auch immer. Schrein auf Mana. Tötet mir das Göttertier aber noch. Und los geht's. Das letzte Ding zerstören. Dann gucken wir, was mit diesem blauen Berg da auf sich hat. Oder ob der vielleicht erst später geöffnet wird. Oder ob das ein Secret ist. Ich weiß es noch nicht genau, was da los ist. Ach, ich schon wieder so eine Klinge. Die fand ich im ersten Teil ziemlich cool, weil die ziemlich guten Schaden noch machen, natürlich. Och, Jungs, kommt schon. Ich will auch noch gar nicht mit euch spielen. Einfach mal weggesprengt, schnell weg damit. Damit hier kein großes Theater mehr ist. Die Heal Potion. Jetzt schauen wir mal kurz auf der Map. Wir müssen natürlich noch den Weg darunter gehen gleich. Ah, okay. Jetzt hat schon oben was geöffnet. Was wird eigentlich, wenn ich beide gleichzeitig benutze? Ich kann noch schneller, doppelt so schnell. Dup, 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 dup. Das andere wird ja wohl nur der Rückweg sein, die können wir dann gleich gehen. Brutive. Okay. Starten wir mal da rein. Ah, und hier sind die Eier. Jetzt kommen erst wieder ein paar Vögel. Scheinbar vertragen sich die Kakerlaken und die Vögel ziemlich gut. Weil überall da, wo die Vögel waren, waren auch diese hässlichen Kakerlaken hier. Das sind so Big Homies, Big Friends. Und die Magier sind jetzt auch hier. Mal einfach mal fort. Okay. Das geht ja, auch relativ flott hier der Weg. Ich weiß gar nicht. Ich werde mich hier gar nicht beschweren wollen. Das hier geht schnell. Komm, jetzt die Kakerlake. Und du auch noch. Okay. Da sind wir schon gleich. Ist echt kein weiter Weg. Ah, langsam sind hier doch schon ziemlich viele Vögel. Gerade wieder Doppelspawn hintereinander. Hier ist noch ein Spawn. Und hier ist noch einer. Holen wir die mal alle hier. Mein Pet reißt ja eh in Stücke. Leider gerade keine Zombies mehr. Jetzt sollen die ja meine Zombies anfallen und einfach mal schön platzen. Okay, hier kommt auch nichts mehr. Wow. Kakerlaken mal wieder guten Schaden.
beschwört hier einfach wieder neue von den Viechern. Oh, gerade hier ein bisschen gemissklickt. Ich habe unten auf mein Ding gedrückt und deswegen konnte ich gar nicht angreifen. Aber hier, der Mage hat eigentlich auch ausgedient. Okay. Aber der Weg zieht sich hier doch langsam. Ein wenig Gold für alle und das letzte Ding ist auch kaputt. Und das ist die Dune-Mutter. Da haben wir ja schon gerade die Kinder getötet von. Hier müssen wir ein bisschen auf Abstand gehen. Nicht, darf nicht. Bin auch festgekettet. Okay, gegen Champion Mob alleine können wir kämpfen, das ist kein Problem. Aber gegen so viele von den Dingern ist es halt uncool. Und ich werde hier stärker gegen geheilt, als wie das Ding Schaden macht. Oh, weg damit, weg damit. Und eine Heal Potion. Ah, lassen wir noch hier die Viecher runterkommen. Oh, da waren wohl schon ein paar Eier. Hier kommt nichts. Ob hier noch so ein Riesenvogel kommt, weil es muss ja auch eine Mutter geben, die diese Dinger legt, diese Eier. Und wenn die Eier so groß sind wie ich selber, wie groß muss dann jetzt der Vogel sein? Hat er noch ein kleines gelebt?